Greg, ihr habt jetzt 5 Spiele in Folge gewonnen. Gab es in den letzten 3-4 Wochen irgendwann einen Punkt, wo du gemerkt hast, dass es Klick gemacht hat nach einem doch eher schwachen Saisonauftakt? Die größte Herausforderung für einen Trainer, egal ob es nun der gleiche ist, der nach der Sommerpause wiederkommt, oder ob es ein neuer Coach ist, und das kommt ja nach einer Meisterschaft nicht so oft vor, ist eben die kurze Pause nach dieser Meisterschaft. Die letzte Saison ging lang, die Pause war extrem kurz. Nun wieder die Begeisterung bei den Jungs zu wecken und sie wieder schnell auf Bestform zu bringen, war schwierig. Hinzu kam eine Vorbereitungszeit auf hohem Level mit dem Dolomiten-Cup und der Champions League. Wir mussten die Jungs wieder auf das Level vom April bringen. Dann kamen die vielen Verletzungen. Das führte alles in allem zu einer Achterbahnfahrt zu Saisonbeginn. Es gab keinen bestimmten Moment, aber was wichtig war, dass wir uns alle zusammengesetzt haben und über unsere Situation redeten. Dabei stellte sich dann heraus, dass alle mehr tun müssen, um wieder unser bestes Eishockey zu spielen. Und zwar so schnell wie möglich. Level of play that this team, you know, is capable of doing, you know, in the quickest and shortest period of time. Das letzte Mal, als wir zusammensaßen, haben wir uns ja über viel statistische Dinge unterhalten. Und da ging es auch um das Powerplay und das Unterzahlspiel. Beides war ja nicht so gut zu Beginn der Saison. Mittlerweile seid ihr diesbezüglich das beste Team der Liga. Was hat sich seit dem letzten Treffen geändert? Lass uns zu diesen Wochen zeitlich zurückgehen. Wir hatten damals ein Treffen mit den Fanclubs. Und die meisten Fragen, die kamen, waren die nach unserem Powerplay. Man muss sich eine Saison wie einen langen Prozess ansehen. Ich habe das ja schon öfter mal gesagt, Rom wurde ja auch nicht an einem Tag erbaut. Als ich hierher kam, wollte ich mir das Ganze in Ruhe ansehen und nicht vorher festlegen, wer Unterzahl oder wer Powerplay spielen soll. Wir haben deshalb genau hingesehen, wem geben wir die Chance, in dieser oder jener Situation auf dem Eis zu stehen. Aber klar war von Beginn an, dass es Zeit dauern würde. Man muss sich das vorstellen wie ein Sportler, der mehr Muskeln haben möchte. Die wird er sich auch nicht an einem Tag antrainieren können. Er muss jeden Tag ins Studio gehen, mit einem guten Trainingsplan und guter Einstellung. So erging es uns mit unseren Special Teams. Wir wollten die richtige Entscheidung treffen, wer wann und wo spielt. Es gibt sehr viele Leute, die sagen, dass diese Mannschaft sehr eng zusammengerückt ist, weil die Verletztenliste so groß ist. Würdest du dem zustimmen? In den ersten Wochen hatten wir ja zu viele Spieler. Wir mussten also einige aus dem Kader nehmen, die auf der Tribüne saßen, was für diese Spieler sicherlich sehr, sehr hart war. Aber als Trainer muss man entscheiden, wer nicht spielt, und schaut auf einige Dinge ganz genau. Auf die Trainingsleistung, auf die Arbeitseinstellung, das ist nicht einfach. Nun haben wir wegen der Verletzten die Situation, dass die anderen Jungs sehr viel Eiszeit haben und sich zeigen können. Es hat sich daher eine neue Chemie gebildet. Wir dürfen aber auch nicht vergessen auf der anderen Seite, welche Spieler uns fehlen. Enorm wichtige und sehr gute Spieler. Markus King, Steve Wagner, Marcel Gotsch oder auch Dennis Reul. Und wenn die wieder zurück sind, dann wird die Entscheidung, wer draußen sitzt, noch schwerer. Als Trainer habe ich vor langer Zeit gelernt, dass man bei den Verletzten genau hinsehen muss, wie die Reha verläuft. Aber die ganze Konzentration muss immer auf den Jungs liegen, die tatsächlich spielen. Schaut, dass sie gut arbeiten und die Dinge tun, die sie machen sollen. The attention and the focus that they deserve. Make sure they're playing as good as they can, and let's make sure that they're going as hard as they can. So that's kind of the way we've looked at it. And as we get a player back, we welcome them back in. We work to fit them in accordingly. Wir Reporter unterhalten uns ja gerne über statistische Werte. Deshalb meine Frage: Auf welche Statistik schaust du am meisten? Do you look at first? Well, the biggest thing for us is end result. Ich bin ein Trainer, der auf die Weiterentwicklung eines Teams achtet und darauf hinarbeitet. Auf was wir am meisten und als erstes achten, sind die Torchancen für uns und die des Gegners, nicht auf die Anzahl der Schüsse. Diese Statistik ist oft krumm. In einem Stadion zählen sie genauer, im anderen weniger penibel. Wenn wir Trainer uns das Video eines Spiels ansehen, dann diskutieren wir sehr häufig über die Frage, was genau eine Torchance war.
Und wir reden auch darüber, was die Folgen einer Torchance waren. Wir haben eine ganz eigene Plus-Minus-Statistik zu den Torchancen. Über einen längeren Zeitraum gesehen, werten wir das dann aus. Das zeigt uns, wer hart genug arbeitet, denn der wird ein Plus vorne stehen haben. Und genauso ist es umgekehrt. Hat der Gegner mehr Torchancen, wenn man auf dem Eis steht, schlägt sich das als Minus nieder. Dann muss der Spieler mehr tun. Manchmal hat dieser Spieler keinen direkten Einfluss auf die Torchance des Gegners, aber wir können daraus Muster ableiten. Darüber hinaus schauen wir, wie Chancen entstehen für den Gegner. Bekommt er sie, weil wir in einen Konter rennen oder im Powerplay? Daraus schließen wir, wo wir uns verbessern müssen. Ich muss darüber hinaus sagen, dass ich ein Freund von Puckbesitz bin. Darauf achte ich ganz besonders. Wie lange haben wir wie und wo den Puck? Wie verhalten wir uns, wenn wir die Scheibe verlieren? Und ganz klar, ich schaue natürlich auch darauf, wie wir aus dem eigenen Drittel kommen und in das Gegnerische gelangen. Was machen wir mit dem Puck? Wohin muss er gehen? Das sind die wichtigsten Aspekte für mich. Zu Saisonbeginn, als es für euch noch nicht wirklich rund lief, gab es viele kritische Stimmen. Der Druck war da, Druck auf das Team und auch auf dich als Trainer. Hast du diesen Druck gespürt? Und falls ja, welche Bedeutung hatte er für dich? Als Trainer musst du ein Leader sein, ganz besonders in Momenten, wenn der Druck groß ist. Abgesehen davon kann ich verstehen, dass es diese Momente gibt. Ich akzeptiere das. Die Presse muss ihren Job machen, die Fans mit all ihren Emotionen, die zudem viel Geld bezahlen, wollen ein Team sehen, das gut spielt und gewinnt. Aber keiner macht sich mehr Druck als ich mir selbst. Ich will gewinnen. Ich will wegen der Mannschaft gewinnen. Denn wenn wir siegen, ist jeder Einzelne zufrieden. Du musst als Trainer so arbeiten, aber man darf dabei nicht den klaren Blick verlieren. Nichts zu schlecht und nichts zu schönreden ist enorm wichtig. Man muss sehen, wo das Team steht, was müssen wir besser machen, wo sind wir richtig gut. Don't get too high, don't get too low. Don't ride the roller coaster. And I think you're always looking for, how can we get better? Where are we doing well? You know, and where can we improve? Es wird jetzt wie jedes Jahr eine fast zweiwöchige Pause geben. Viele, auch wir selbst, sind froh, dass es diesen kleinen Break gibt. Geht es dir und den Spielern genauso? Eine kleine Pause tut immer gut, besonders den Spielern. Man sagt den Jungs jeden Tag, dass sie hart arbeiten sollen, dann gönnt man ihnen auch diese kleine Saisonunterbrechung. Das ist sonst ja auch so. Wenn wir Trainer merken, die Mannschaft ist müde, dann machen wir auch mal einen Tag frei. Für uns Trainer sieht das anders aus. Wir müssen ja nicht spielen. Meine Gedanken sind immer beim Eishockey. 7 Tage die Woche, 12 Monate im Jahr. Ich überlege jetzt schon, was wir machen müssen nach der Pause. Wo und wie können wir uns verbessern? Wie können wir den Fokus wieder schärfen? Und so weiter. Das ist das, was mich beschäftigt, immer. Aber es ist gut, diese Gedanken mal an einem anderen Ort zu haben, nicht hier in der Arena, in diesem Büro. Die Spieler können jetzt mal ihre Freunde treffen, ihre Familie sehen. Dazu hatten sie ja seit August kaum Zeit. Sie haben sehr viel gearbeitet und wenn sie wieder da sind, dann wollen wir auf einem noch höheren Level spielen. They've worked hard. They've had a pretty extended run from the beginning of August and then we're going to ask them to come back and go to a higher level than we're even at now. Dann wünsche ich dir eine gute Zeit. Du wirst ja sicherlich deine Familie in Kanada besuchen. Ich freue mich darauf, meine Familie zu sehen. Ich wünschte, sie könnten hier sein in diesem wunderbaren Land und meine Erfahrungen teilen. Aber ich werde ihnen davon berichten. Have fun. Appreciate it. Thank you.